Was geht ab, meine lieben Freunde? Mein Name ist Davut von Drive, powered by TV Straßensound. Heute sind wir hier unterwegs mit zwei Jets. Einmal einem Kampfjet und einmal einem Tesla Model S mit knapp 680 PS. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Folge. Ich werde das Auto durchtesten und schauen, ob das mein nächstes Fahrzeug wird. Zurzeit fahre ich ein Audi e-tron GT und bin schon auf der Suche nach dem nächsten. Seid gespannt, meine lieben Freunde. Wie startet man ein Video mit einem Tesla Model S? Man geht selbstverständlich direkt in den Drag Strip Mode rein, startet ihn, wir haben ihn bereits gestartet, haben die volle Spitzenleistung bereit. Wie macht man den Drag Strip Mode? Klicken wir auf Starten, hier ist es perfekt erklärt. Linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß aufs Gaspedal. Warten, bis der Start vorbereitet wird. Das Auto fährt gerade runter. Hier unten steht auch drauf, in den Gepard-Modus. Jetzt schaut man, dass alles frei ist, dass wir hier auch die 0 auf 100 machen dürfen. Und ich lasse einfach mal das Gaspedal los. Bist du bereit, Philipp? Kopf ist hinten. Meiner ebenfalls. Und wir probieren es einmal. Und direkt erstmal bremsen, runterbremsen. Wie war's? Alter! Wie war's? Achterbahn-Feeling, oder? Oh mein Gott! Guck mal, mein Audi e-tron GT drückt die Strecke schon auf so ungefähr 4 Sekunden. Und hier nochmal diese eine Sekunde, um die schneller ist. So. Ich kann gerade die Kamera nicht halten. Du merkst es. Das ist wirklich wie im, so auf der Kirmes. Schlimmer. Oder irgendwie so Jetstart oder sonst was. Schlimmer. Krass, ne? Und hier, der Warnblinker, der leuchtet immer noch. Reicht, Freunde. Die fahren mal ganz entspannt. Und hier, das Yoke-Lenkrad, also fürs Geradeausfahren, für die leichten Kurven, so wirklich, wenn man jetzt auf einer Formel-1-Strecke wäre, mega. Genau dafür ist das da, ist ja auch ein F1-Lenkrad quasi. Aber auf deutschen oder in deutschen Kreisverkehren, allein schon jetzt hier diese 90-Grad-Kurve. Guck mal, ich muss quasi rübergreifen, das ist scheiße. Das ist nicht komplett durchgedacht. So, die sollten wirklich, guck mal, man kann hier die Lenkung kann man ebenfalls einstellen. Warte, Fahrzeug, Pedale, Lenkung, genau. Wir sind schon im Sportmodus. Wenn ich jetzt auf Komfort gehe, ist die noch weicher, muss ich noch weiter umgreifen. Also entweder macht ein Ultrasportmodus, liebe Freunde von Tesla, für den europäischen Markt zumindest. Guck mal, hier perfekt, Kreisverkehr quasi. Kein großer. Aber guck mal, wie weit ich umgreifen muss. Eins, zwei und guck mal, ich greife um und jetzt ist hier ein leerer Raum. Das ist scheiße, das ist ein Stück weit auch gefährlich, würde ich schon fast sagen. So, mach das ein bisschen enger, dass man das Lenkrad oder die Arme nicht umgreifen muss. Dann ist alles super. Schönes Lenkrad, geil für Sportautos, aber nicht kreisverkehrtauglich. Ich habe gestern gesehen, dass das Tesla Model S Plaid auf der Nordschleife am Nürburgring bei den Elektroautos einen neuen Rekord aufgestellt hat. Ich glaube, der Spitzenreiter, der Rekordhalter war der Taycan Turbo S, Porsche, sonst was. Und die haben gestern den Rekord aufgestellt und der Rennfahrer ist mit einem runden Lenkrad gefahren. Will das uns irgendwas sagen, meine lieben Freunde? Aber ja, machen wir nochmal hier schön ein Drag Race. Hier nochmal bitte Beschleunigung. Lässt sich Sport und Wahnsinn. Welcher deutsche Hersteller würde sich trauen, eine Wahnsinnseinstellung mit einzuprogrammieren? Drag Strip Mode, wir haben alles richtig eingestellt. Und nochmal. Linker Fuß auf die Bremse, Launch Control anmachen, rechts auf Gas und bitte einmal hier unten draufheben. Start wird vorbereitet. Merkst du, wie der Wagen runterfährt? Federung nimmt Gepard-Stellung an. Also wirklich wie der Gepard, wie die Wildkatze. Fertig zum Starten. Kopf nach hinten, lieber Philipp. Warte, 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 warte. Nochmal Abbruch.
Wir machen selbstverständlich hier mal unsere 0 auf 100 App an. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass sie doch nicht so genau war. Aber schauen wir mal, was sie heute ausspuckt. Wir gehen wieder in die Gepardstellung, meine lieben Freunde. Linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß aufs Gas. Und jetzt starten wir durch. Wir bremsen mal langsam und checken gleich mal, wie lange wir gebraucht haben. Er sagt es uns einfach nicht. Auf der App sind wir quasi gar nicht auf die 100 gekommen. Meine lieben Freunde, falls ihr uns ein Gerät bzw. eine App empfehlen könnt, wo wir die 0 auf 100 messen können, wären wir euch sehr, sehr verbunden. Verzeiht mir, meine lieben Freunde und Freundinnen, aber dieses Video musste ich im Drag-Mode starten. Ich wollte einmal die Beschleunigung im Gepard-Modus mitbekommen. 0 auf 100 ist auf jeden Fall mega krass. Wir haben gerade schon überlegt, so Freizeitpark in diesen ganzen Rollercoastern, aber das ist krasser. Echt mega und ich bin echt, echt gespannt, wie dann wirklich der Platt noch so die Beschleunigung mit reinbekommt. Mein Audi e-tron GT, ey, der ist auch nicht schlecht. Der wird mit 4,1 angegeben. So, ich habe es auf 3,9 hochgepowert. Also, ich habe es hinbekommen. Und das Ding, 250 km/h Maximalgeschwindigkeit und in 3,2 Sekunden. Also, das Ding drückt sich auf jeden Fall in den Sitz rein und ist fast schon atemberaubend. Ich will nicht wissen, wie das Platt-Modell ist. Und man spricht es Platt aus, wie ich mitbekommen habe von anderen Kollegen, nicht Plate. Okay, Freunde, lass uns mal hier die Front des Fahrzeuges anschauen. Es ist auf jeden Fall ein Hingucker. Am Tag, ich weiß nicht, ob der e-tron GT sexier ist oder der Taycan, weil das sind wirklich die Fahrzeuge, mit denen ich dieses Fahrzeug vergleichen muss. Ich suche mein nächstes Auto. Das Ding kostet im Standardmodell, wie viel waren das? 105.000 Euro. Basis. E-tron GT auch knapp so 100.000, 101.000. Und der Taycan mit dem Heckantrieb sind wir so bei 85.000, wobei dann der 4S auch 110, 105.000 kostet. Also das Auto muss ich mit diesen beiden Fahrzeugen messen dürfen. Es ist schwierig auf jeden Fall an die Latte ranzukommen, aber da muss er sich mit messen. Was sagst du? Wie findest du den Wagen? Er ist vom Look. Sehr wild, sehr, sehr wild. Sexy auf jeden Fall, ne? Aber ganz ehrlich, ich bin den Wagen jetzt über einen Tag gefahren. Der hat jetzt auch wirklich richtige Griffe wieder. Nicht wie bei Model 3, wo du hier mit einem Finger reindrücken musst und den anderen rausreißen musst. Aber das haben die gut gemacht. Das haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen. Und ey, wie findest du die Felgen? Das müssten Radkappen sein. Radkappen. Das sind Radkappen. Soll ich komplett abmachen? Also ihr seht, mein Finger ist komplett schwarz geworden. Digga, in der Basis 105.000 Euro und dann geben die dir Radkappen mit. Ich weiß nicht so genau, Freunde. Ich weiß so genau. Jetzt hier mal so die Seite des Fahrzeuges, so wie der Wind an dem Wagen vorbeischießt. Die Hüften des Fahrzeuges, sieht gut aus. Einmal hier die Heckansicht. Schau mal, das Fahrzeug ist, wie gerade schon gesagt, aus dem Jahre 2023, meine lieben Freunde. Der erste Model S, wann war das ungefähr? 2012, 2013? Ungefähr, ne? Warte, ich schau nochmal genau. Hier habt ihr ihn, 2012. Und ey, der sieht dem zu ähnlich. Damals war das Auto krass. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Wow, was haben wir für ein Auto hingezaubert. Aber jetzt irgendwann 11 Jahre später, so, da reicht nicht nur ein Facelift, meiner Meinung nach. Aber ganz ehrlich, so nach 11 Jahren findest du das Design noch gerechtfertigt? Normal, die ganzen Facelifts, paar Sachen wurden abgeändert. Aber so, wir erwarten doch alle ein neues Modell, wenn man ganz ehrlich ist. Designtechnisch. Technisch bestimmt komplett überarbeitet. Digga, das neue Ding hat über 1020 PS. Überleg mal. Ja. Das ist Bugatti-Level. Bugattis kosten, keine Ahnung, 2-3 Millionen. Das Ding kostet 150.000 im Plättenmodus. Das ist sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall. Aber für das, was du bekommst, also für die Power, die du durch dieses Auto erhältst, sind 150.000 Euro fast schon ein Witz. Das klingt zwar ein bisschen makaber, aber so ist es halt, wie es ist.
vom Design, guck mal, die einen würden sagen, zeitlos, ja, es sieht immer noch krass aus, aber es ist nicht mehr das Avantgardistische. Wenn an mir ein Audi e-tron GT vorbeifährt oder jetzt der Lucid, so, dann ist es was anderes. Den hat man schon gesehen. So, da erwartet jetzt wirklich ein neues Modell. Platztechnisch müsst ihr wieder reinsetzen. Heute nicht. Also der Audi e-tron GT ist auf jeden Fall vom Platz her größer. Da passen mehr Sachen rein. Der geht mehr in die Tiefe. Aber hier dein Ladekabel, Warndreieck und alles. Das passt auf jeden Fall. Und es ist auch immer schön, wenn man mehr Stauraum hat. Das hier ist der wundervolle Kofferraum. Der ist auf jeden Fall größer als mein Fahrzeug. Aber lasst uns nicht zu viel über mein Fahrzeug reden. Hier ist eine Gepäckraumabdeckung, die man einklappen kann. Die kann man sogar komplett rausnehmen. Das ist cool. Hier ist der doppelte Boden, wo unsere Kamerautensilien noch mit drin sind. Und schau mal, wie viele Sachen da reinpassen. Ich habe es gerade alles extra da rein verstaut. Ich stecke da mal meinen Arm rein. So, das ist schon gut tief. Damit die Sachen gleich hier nicht mit rumfliegen, einmal bitte hier auf die Knöpfe filmen. Den Kofferraum kann man auf jeden Fall noch ein Stück erweitern. Man muss hier drauf drücken. Einmal fürs linke, einmal fürs rechte. Und dann entrasten sich die beiden Sitzreihen. Schade, dass die nicht komplett elektrisch runterfahren, wie letztens bei Marvins X5. War auf jeden Fall nicer. Und das erwartet man ein Stück weit von Tesla, dass da wirklich alles elektronisch abläuft. Auf jeden Fall gibt es auch noch den Campingmodus. Da kann man nachts sich wirklich ins Auto reinlegen, hier übernachten. Da wird der Wagen, glaube ich, mit Sauerstoff befüllt. Die Luft nach außen ist geöffnet. Und der Wagen weiß, dass ein Mensch da drin schläft. Das ist auf jeden Fall mega cool. Und da gibt es auch noch einen Hundemodus, dass du wirklich, während du einkaufen gehst, deinen Hund hier drin lassen kannst. Und der im Display anzeigt, hier das Herrchen ist oder Frauchen ist in 10 Minuten wieder da. Gut gelöst auf jeden Fall. Weil wenn nicht, kriegen Leute ja Panik geschlagen, direkt Scheiben ein oder sonst was. Der Kofferraum ist auf jeden Fall mega groß, an den Seiten auch noch ein bisschen Stauraum. Setz uns einmal hinten rein. Zack. Ich bin mit meinem Stuhl auf jeden Fall gut nach hinten gerückt. Ja, hier kann man auf jeden Fall vernünftig sitzen. Wenn man zu viert unterwegs ist, geht das klar. Hier hinten haben wir auf jeden Fall ein Infotainment-System. Zack, YouTube. Was haben wir noch? Twitch, Disney. Netflix, also ist cool. Für die Vornpassagiere ist auf jeden Fall gesorgt. Hier müssen wir wieder den Knopf drücken, können hier aussteigen und mit dem Panoramadach kann man leider nicht viel sehen, weil natürlich die Decke hier 1 Meter über uns ist, aber schön auf jeden Fall. Schön, schön, schön. Zerstöre mich hier diese zu leichten Lichter. Aber okay. Aber was will man mit so einem Fahrzeug? Was, also wer kauft sich ein Tesla und was möchtest du damit ausdrücken quasi? Weil im Endeffekt, mir geht es nicht nur um Performance, Batterieleistung etc., sondern so, das Auto muss für etwas stehen. Für was steht Tesla? Ich habe wirklich heute gemerkt, ich bin im Wagen 2-3 Stunden gefahren und da kommen wirklich die ganzen Verbrenner an. So, für die ist das ein Stück weit ein ich will es nicht sagen, so ein Hasssymbol, aber so, es gibt viele Leute, die haben so eine grundnegative Stimmung gegen Teslas. Das habe ich beispielsweise bei meinem Audi e-tron GT nicht, weil ich glaube, sehr viele Leute denken, dass es auch noch ein Verbrenner ist. Das Wichtigste haben wir hinten gar nicht gezeigt, die Ladeklappe. Hier schön das Tesla-Symbol. High-Power-Charger, Standard-Charger, kannst du alles mit dran chargen. Hier musst du auf jeden Fall immer rückwärts an die Ladesäulen ranfahren. Und da ist es beim Audi e-tron GT beispielsweise besser gelöst mit den beiden Seiten, dass du dir die aussuchen kannst, wo du ihn laden möchtest. Als sah man den Freund, jetzt sitzt ich auf jeden Fall in dem Fahrzeug drin. Das Erste, was man bei diesem Auto automatisch macht, ist das Lenkrad einmal wieder anzufassen. Ist auf jeden Fall cool vom Look, hat man direkt wieder dieses Jet-Feeling. Aber jetzt gehen wir ein Stück weit mal auf die ganzen Systeme des Fahrzeuges ein. Die Neigung ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr schlecht in deine Richtung. Dafür ist auf jeden Fall gesorgt, man kann aufs Display draufklicken. Die Position mittig stellen, wie vorhin schon erklärt, oder dann wirklich in deine Richtung, wenn du dir einen schönen Disney-Film reinziehen willst und ich nichts erkennen soll. Stellen wir uns mal wieder in die Mitte. Also Fahrzeug. Die Spiegel kann man hierüber verstellen, über das Ding. Echt gut gelöst. Mega. Auf beiden Seiten, links, rechts. Brauchst nur anzuklicken. Das Lenkrad kannst du ebenfalls über dieses Drehrad einstellen. Es fährt hoch, es fährt runter, es geht rein, es geht raus. Super. Sehr schön auf jeden Fall. Was haben wir noch schönes? Fensterverriegeln, ja. Wisst ihr Bescheid, meine Freunde? Die Wischer gehen auch hierüber an.
Spiegel einklappen können wir auch so, wenn man in eine enge Parklücke rein muss, Kindersicherung und solche Sachen. Der kann aufnehmen, der hat quasi die Dashcam. Du kannst die, wenn du zum Beispiel siehst, ey, da vorne die Straße ist viel zu eng oder da macht irgendwer Randale direkt auf, aufnehmen klicken. Den Wächtermodus kannst du anschalten und das Handschuhfach kannst du hierüber öffnen. Die wollen einen Pin haben, ich habe den Pin leider nicht. Deswegen kann ich euch leider nicht das Handschuhfach zeigen. Pedallenkung, lässig, Sport und Wahnsinn, Beschleunigung. Ich bleibe bei Wahnsinn auf jeden Fall, weil ich will das Auto auf jeden Fall heute richtig schön durchtesten. Dragstrip Mode reicht erstmal, meine lieben Freunde. Das Blut ist auf jeden Fall in Richtung Gehirn gewandert. Lenkmodus, Komfort, Standard, wie gerade schon gesagt, ey, safe im Sportmodus bleiben. Safe, weil wenn ich musste noch weiter überschlagen und gerade bei diesen ganzen Kurven und Kreisverkehren muss nicht sein. Federung, Sport, Komfort, Automatik, aufladen, das wird gleich sehr, sehr wichtig werden. Wir werden an einen Tesla Supercharger mal ranfahren. Hier in Hannover haben wir einen in Altwarmbüchen auf jeden Fall. Autopilot, Folgeabstand des Geschwindigkeitsreglers. Okay, 4, Doppelklick hierüber, machen wir den an. Man kann entweder auf einen Klick oder auf zwei Klick den einstellen. Der ist auf zwei Klick eingestellt. Deckenleuchten, Automatik, ambiente Beleuchtung. Lassen wir auf jeden Fall an. Das Display kann man alles einstellen. Hell, dunkel, Automatik. Oh, hell ist echt so. Geht direkt an, was ändert sich das? Ja. Wir wissen es alle, meine lieben Freunde. Das gute alte iPhone von Apple. Der abgebissene Apfel. Die Trips, die letzten Trips, Navigation, die hat vorhin gut funktioniert auf jeden Fall. Reifendruck, solche Sachen, welche Software hier drauf ist. Und dann natürlich diese ganzen Spielereien wie Spotify, die Kameras. Ich glaube, das sind die letzten Aufnahmen des Fahrzeugs. Vielleicht sieht man uns hier noch ein bisschen rumtouren. Die Werte des Fahrzeuges. Auch nicht verkehrt. Batterie, Prozentsatz, Fahren, wie viel du verbrauchst. Also hier zeigt dir das Auto wirklich sehr, sehr viel. Das macht es beim Audi beispielsweise nicht. Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Okay, hier. Die ganzen Quellen, die du haben kannst. Und ganz ehrlich, ne? Ich würde mir wünschen, wenn ich in meinem Audi e-tron GT YouTube, Netflix, Disney, Twitch hätte, um einfach während der Ladezeit mich mal zurücklehnen zu können, ohne das Handy in die Hand zu nehmen und mir hier eine schöne Folge sonst was hier reinziehen kann. TV Straßen Sound Drive selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob es an irgendwelchen Lizenzen liegt oder so, die die Deutschen nicht haben, aber das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles und es sollte auf jeden Fall hier mit in die deutschen Fahrzeuge integriert werden. Ich glaube jetzt Mercedes EQS und sowas, die haben das mittlerweile auch, aber warum hat das mal Audi nicht? Aufreger auf jeden Fall. Ja, Freunde, würde ich mal vorschlagen, fahren wir in Richtung Charger und schauen, wie der Autopilot arbeitet. Alles klar, Freunde, viele Leute checken nicht, wie man das Fahrzeug anschaltet, einschließlich mir. Heute habe ich mich in das Fahrzeug reingesetzt und saß hier erstmal und wollte nicht wieder reinlaufen und fragen, ey, wie machen wir das Auto eigentlich an? Ich habe herausgefunden, dass man hier mit der Tesla-Karte das Fahrzeug anbekommt. Man muss die Karte quasi hier hinlegen. Drückt mit dem rechten Bein auf die Bremse und das Fahrzeug startet. Und wie lege ich jetzt die Gänge ein? Hier ist nirgendwo ein Hebel, hier ist kein Button, kein Schaltknopf. Man muss das auch übers Display machen. Also wenn das Display mal im Arsch ist, dann ist Feierabend. Wenn man das Auto nach vorne schiebt, sind wir im Vorwärtsgang. Wenn man das Auto nach hinten schiebt, ist man im Rückwärtsgang, schalten sich direkt erstmal die ganzen Kameras ein, die Seitenspiegel fahren runter und hier sind wir im Parkenmodus. Also Freunde, um da mal ein kleines Tutorial zu bekommen. Beim Model 3 war das noch nicht so. Ich glaube, das ist eine kleine Erneuerung. Ich gehe auf jeden Fall mal hier auf den Vorwärtsgang. Der Wagen hat auch nur einen Gang. Mein Audi e-tron GT hat zwei Gänge. Ich wollte hier das Handling des Fahrzeugs mal abchecken. Und schaut mal, es gibt ja viele Leute, die fahren immer gerne mit einer Hand, haben die oben drauf. Ich bin da auch einer von. Aber bei dem Lenkrad geht es auf jeden Fall nicht. Aber man muss hier wirklich mit beiden Händen am Lenkrad bleiben. Ist auch so ein Stück weit vielleicht eine erzieherische Maßnahme. Ey, schau mal, wir fahren hier gerade bergab. Mein Fuß ist vom Gas runter. Und durch das One-Pedal-Driving bremst er das Fahrzeug runter. Also ich stehe, guck mal, ich gebe wieder Gas, Fuß vom Gas runter, er bremst. Also die Rekuperation dieses Fahrzeugs ist so heftig stark, dass es für mich auf jeden Fall zu viel ist. Ich fand es echt schön, oder ich finde es echt schön beim Audi, dass man das hier rechts und links über die Pedals einstellen kann. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Gewöhnungssache. Aber ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann.
Guck jetzt schon wieder. Zack, der bremst. Der bremst wirklich. Und dass man das nicht ein Stück weit leichter einstellen kann, vielleicht check ich das auch nicht, aber ich habe da echt nichts gefunden. Und schaut mal, Freunde, ich habe hier sogar Rekuperation eingegeben und das Auto hat nichts. Das Auto hat nichts im Profil, also lasst mich das Fahrzeug auf jeden Fall ein Stück weit ausrollen. Ich mag das, wenn nicht sofort die Bremsen greifen, meine lieben Freunde. Wie gehen hier die Lichter an? Hat bestimmt hier wieder natürlich über das Display, hier sind keine Knöpfe. Ich würde mich schon freuen, wenn irgendwo jetzt ein Knopf wäre, Mann. Aber man gewinnt ja alles, warte. Deckenleuchten an. Okay, perfekt. Wie findest du hier die Innenausstattung des Fahrzeuges? Die Verarbeitung. Es wurde ja viel über die ganzen Spaltmaße. Das ist so das, was du mal testest, ne? Ja, genau. Ob das knatscht und... Ja, klar, so ein bisschen knatscht alles. Okay, aber das macht jedes Auto. Das macht fast jedes Fahrzeug. Aber welches Auto ist hochwertiger? Du saßt jetzt in dem Audi drinne. Wir waren letztens in einem Chevrolet Camaro. Und jetzt hier in einem Tesla Model S. Können wir die drei vergleichen? Also auf jeden Fall kommt der GT als erstes, danach kommt der hier. Mhm. Und danach kommt der Camaro. Absolut, Camaro ist nicht so schön. Ja, ja, ist auch ein bisschen älter gewesen. Mal gucken, wie der neue Camaro ist. Genau. Aber kommt der hier an diese Luxusfahrzeuge von deutschen Herstellern ran? Wie gesagt, das Auto kostet sechsstellig. So, es sieht alles stimmig aus. Beim Tesla Model 3 für 40.000 Euro oder Model Y, so, da gehe ich auch mit einem ganz anderen Maß ran. Aber hier musst du an das Porsche e-tron GT oder auch vielleicht sogar EQS an diesem Messlatte rantreten. Und da finde ich diesen Wagen auf jeden Fall vom Innenraum ein Stück weit minderwertiger. Mach mal die Türen auf, film mal da auf die Kanten. Genau, der Knopf. Das Filz, was da verarbeitet ist, da unten, dieses Hartplastik. Ist schön, dass die jetzt hier mit Leder angefangen haben. Die Steppung, dass man die sieht, dieses Stitching. Das ist wirklich schön. Aber es ist okay. Es ist okay, aber es haut mich nicht vom Hocker. Davor war ja bei Tesla so die Display eher so. Jetzt sind die ein bisschen in die Breite gegangen. Das Panorama, Dach. Sieht man überhaupt etwas? Nein. Bestimmt spiegelt es einfach nur. Ja. Am Tag sah das ganz cool aus. Aber ich weiß nicht. Ich fühle mich in diesem Fahrzeug noch nicht wohl. Vielleicht ist das wirklich Gewöhnungssache. Was denkst du? Ich glaube nicht. Ist das was für mich? Nein. Für dich sowieso nicht. Safe nicht. Wie kommt's? Ich habe wirklich so ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, so Tesla vielleicht. Vielleicht wegen Aber Akku. Nur wegen Akku. Das ist und der guck einzige mal, Punkt. Das ist ja auch der große Unterschied. Das soll der quasi besser können. Ja. Akkuleistung, der lädt in der Spitze mit 250. Taycan e-tron GT mit 270, aber okay, das nimmt es nicht mehr viel. Der Lucid geht auf 300 hoch. Aber so die Reichweite WLTP soll hier wirklich mega sein. Was ist halt das Ding WLTP, wenn du dich mit dem Auto nicht wohlfühlst? Dann fährst du 500 Kilometer und hast keinen Bock mehr. Also das wird dir nicht vorkommen, auf gar keinen Fall. Yeah. Das Auto ist dafür wirklich gut, aber im Vergleich zu einem e-tron nicht. Und damals hat man ja auch gesagt, so das Tesla Charging Netz ist das Beste und alle anderen Hersteller können einpacken, weil die da nicht laden können. Leute, ich habe hier die App, warte. Ich habe hier die Tesla-App selbstverständlich runtergeladen. Und laden Sie Ihr Nicht-Tesla-Fahrzeug auf. Ich kann mit meinem Standard-Elektrofahrzeug jetzt auch an die Tesla-Charger in Deutschland ran. Ich weiß nicht, ob die es international geöffnet haben. Hier haben wir einen Standort mit 17 und hier die anderen in der Region rund um Hannover. Also ich fühle mich da nicht mehr benachteiligt, wenn ich ganz ehrlich bin. Glaube ich dir, deswegen. Also willst du jetzt 100.000 Euro für das gleiche Auto ausgeben, was weniger Komfort hat, ja. Das ist jetzt wirklich die Frage. Ja. Aber schauen wir mal, wir geben dem Wagen auf jeden Fall mal eine Chance. Bei mir ist auch das Ding, wenn ich in einem Auto drin sitze, ich werde mit dem Auto auch viel machen. So, man wird in dem Fahrzeug viel Zeit verbringen, man wird mit dem Fahrzeug sehr viel Strecke machen und man muss sich in dem Auto wohlfühlen. Guck mal, das schon allein diese Kleinigkeit an dem Fahrzeug, die mich gestört hatte. So, ich setze mich hier ins Auto rein, versuche das Fahrzeug, also die Sitzposition richtig einzustellen. Der Wagen geht hier zurück, warte, ich mache wieder die Innenbeleuchtung an. Ja, der Knopf wäre doch schöner gewesen. Also, das hier ist so die hinterste Stellung.
Und so fahre ich auf jeden Fall kein Fahrzeug. Nicht, wenn ich hier so ein Yoga-Lenkrad in der Hand haben muss. Ich gehe mit dem Sitz selbstverständlich nach ganz vorne. Und das ist die vorderste Stellung. Ich sitze, wenn ich wirklich konzentriert Auto fahre, sitze ich gerade. Warte mal, ich habe dieses Yoga-Lenkrad in der Hand, mit beiden Händen ans Lenkrad. Und ich möchte, wenn ich Gas gebe, natürlich nicht mit meinem Nacken gegen die G-Kräfte ankämpfen und mach natürlich meinen Kopf, meinen Schädel, drücke ich hinten gegen das Kissen. Bei dir war es ja vorhin genauso. Ja. Und wenn ich dann Gas gebe, soll das ja die Traglast quasi meines Kopfes absorbieren, indem ich einfach meinen Kopf gegen das Polster hier lehne. Aber wenn ich jetzt so sitze, das Lenkrad in der Hand habe, dann geht das quasi gar nicht. Ich kann den Stuhl nach vorne schieben, aber die Neigung gefällt mir nicht. Ich möchte nicht im Auto drin liegen. Ich möchte nicht so Auto fahren. Aber guck mal, ich gebe Gas, absorbiert, gar kein Problem, alles schön und gut. Aber ich sitze ja quasi so, ich möchte nicht drin liegen. Ich möchte so Gas geben. Wenn ich so Gas gebe, Digga, dann schlägt das jedes Mal mein Kopf nach hinten. Das will ich nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Fehlkonstruktion dieses Sitzes ist, aber geht 2-3 Grad nach vorne. Ganz einfach. Ganz einfach, dann habt ihr mich auch mit dem Sitz. Aber was soll ich dir sagen? Das sind Kleinigkeiten, die einen stören und die einem schon direkt das Gefühl geben, so von wegen, ey, vielleicht ist das Auto nichts für mich. Ich check mal ab, dass wir einen leeren und eine freigegebene Strecke auf der Autobahn bekommen, wo wir das Auto einmal ausfahren können. Wir haben das Auto immer noch hier im Wahnsinnsmodus. Es ist sportlich eingestellt. Wie findest du die Federung? Die nicht vorhandene Federung gerade? Ja, die nicht vorhandene Federung, genau. Und zurückfahren wir den mal im Komfortmodus. Mal gucken, ob man das Auto auch als richtige Reiselimousine nutzen kann. Weil guck mal, im Endeffekt, es ist ein Viertürer mit 5 Sitzen. Es ist kein komplettes Sportauto. Das Auto ist darauf ausgelegt, dass man auch Strecke damit machen kann. Und Digga, der kann ja einiges. WLTP wird da, bei wie viel war das? Über 600 Kilometer angegeben. Das ist so ordentlich. Den schönen roten Himmel in Hannover, Niedersachsen genossen. Ich wollte ja nicht mehr über das Lenkrad reden, aber vielleicht wäre das so ein kleiner Wink an die deutschen Automobilhersteller. So, einfach mal vielleicht auch in ein Sportauto dieses Lenkrad einbauen, aber dann den Neigungsgrad oder den Wirkungsgrad enger als das Tesla Model S einstellen. Dann macht es auch Spaß. Dann ist es auch vielleicht genau das Richtige für ein Sportauto. Traut mich mal, liebe Freunde. Kleiner Tipp. Wenn man den Blinker betätigt, geht hier rechts der tote Winkelwarner quasi an. Echt nicht schlecht gemacht, aber hier muss man wirklich keine iPhone 3 Kamera reinpacken. Es ist dunkel, ey, am Tag sah es genauso aus, meine lieben Freunde. Packt da eine schönere Kamera rein. Das ist auch geiler, jetzt auch hier gleich bei der Autobahnauffahrt. Ich blicke mal nach links, check das mal ab. Vor uns ist ein LKW, hinter uns ist ein Sprinter. Ich blinke und cool. Ich sehe, dass da ein Auto ist, der wird uns gleich einscheren lassen, aber wir haben ein Model S und geben selbstverständlich Gas und überholen den LKW auf dem Beschleunigungsstreifen. Wir machen nochmal Autopiloten an. Hier sind 100 km/h erlaubt, wir sind genau auf 100. Blinker nach rechts. Jetzt ganz leicht rüber lenken und er bleibt im Autopiloten. Perfekt. Ich gehe mal mit einer Hand weg vom Lenkrad. Er fährt, wir schweben mit. Jetzt machen wir wieder einen Spurwechsel. Mal gucken, ob er ihn hands-free hinbekommt. Soll man natürlich nicht machen. Ich bleibe hier griffbereit am Lenkrad. Ich blicke nach links. Er zeichnet da auf jeden Fall schon mal die Position auf. Aber er fährt nicht von alleine nach links. Den Autopiloten-Überholvorgang. Wir blicken nach links. Ich mache mal ein bisschen doller wieder, guck schon wieder raus. Aber man muss wirklich gefühlvoll mit dem Autopiloten mitgehen, damit der nicht automatisch abschaltet. Warte wieder hier. Zack, Autopilot. Blinker an.
geguckt, wieder rausgeflogen. Also man muss wirklich sensibel sein. Autopilot wieder an. Blinker rechts. Ganz langsam rüber. Schulterblick nicht vergessen. Das erübrigt uns ein Stück weit den Schulterblick. Aber sanft, dann funktioniert das auch mit dem Autopiloten. Das hat uns gerade irgendwas gezeigt, aber keine Ahnung, was es genau war. Wir warten auf jeden Fall, dass die Autobahn gleich freigegeben wird und fahren die Kiste einmal komplett aus und schauen, auf wie viel km/h wir kommen. Alles klar, meine lieben Freunde, ab hier ist die Autobahn freigegeben. Es ist echt wenig Verkehr, kaum ein Auto auf der Straße. Wir sind im Dragstrip runter, wir sind im Wahnsinnsmodus. Lenkmodus ist sportlich, die Federung ist ebenfalls niedrig und sportlich. Und ich würde mal sagen, wir geben einmal Vollgas auf einer geraden Strecke. Schauen, wie wohl man sich fühlt. Und geben jetzt einfach mal Gas. Wir sind gerade bei 120 km/h. Geben erstmal locker Gas. Guck mal, und jetzt, ich möchte quasi gerade sitzen, aber ich muss meinen Kopf nach hinten lehnen. Raten mal, wie viel km/h wir gerade sind. Raten. Der Wagen ist auf jeden Fall lauter als der Audi e-tron GT. Wir sind bei 230 km/h. Alles entspannt. Boah, aber ganz ehrlich, die Geschwindigkeit spürst du nicht. Ich bin gerade bei 230 km/h. Und ich habe das Lenkrad perfekt in der Hand. Das Auto liegt super. Also vom Handling und von der Performance auf der Autobahn mega. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und sicher. Und das ist ja oft das Ding, dass man sagt, amerikanische Autos, damit kannst du nur geradeaus fahren, sobald die erste Kurve kommt, Digga, dann bringt er die Leistung nicht mehr auf die Straße. Oder in den USA sind knapp 100 km/h nur erlaubt, deren Autos sind gar nicht ausgelegt, darauf so schnell zu fahren. Aber Digga, ich fühle mich sicher. Wir würden mit der Geschwindigkeit und mit dem in dem Modus mit 2% in Hamburg ankommen. Das brechen wir auf jeden Fall ab, dieses ganze Manöver, und navigieren uns jetzt an den Tesla High Power Charger. Wir gehen jetzt mal ein in die Sprachsteuerung. Ey, das Ding erinnert mich wirklich an Siri. Echt sehr, sehr gut. Bis jetzt jedes Kommando umgesetzt. Tesla Supercharger Hannover soll der hier sein. Wir blinken selbstverständlich. Zack. 16,3 Kilometer auf der A7, E45 in Richtung Süden fahren. Und jetzt fahren wir, was habe ich dir gerade versprochen? Im Komfortmodus. Der Autopilot ist an. Wir gehen auf die Beschleunigung. Gehen wir mal, okay, von Wahnsinn auf Sport. Das ist hier das Mittelmaß. Lenkmodus bleibt safe im Sportmodus. Federung gehen wir in den Komfortmodus, in Komfortdämpferung. Und jetzt lassen wir uns einfach mit den LKWs in Richtung Hannover treiben. Also meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier knapp 300 Meter vor dem Tesla Supercharger in Hannover-Alpenbüchen. Echt gut gelegen zwischen den beiden Autobahnen A2 und A7. Und das Coole an so einem Charger ist, wenn er in so einer Region steht, dass der Charger direkt an einem Einkaufszentrum steht. Das heißt, wenn du jetzt wirklich hier Zeit totschlagen musst und du stehst hier quasi, ja, locker so jetzt 25 Minuten, kannst du in der Zeit deinen Einkauf erledigen, deinen Wocheneinkauf, weil hier ist safe ein Edeka oder ein Lidl drin. Hier kannst du bei H&M neue Shirts dir holen. Und guck mal, hier haben wir das Feld, der Tesla Supercharger. Wir haben es 23 Uhr und hier ist kein Mensch, der hier lädt. Hier haben wir noch einen anderen Hersteller. Stromtankstelle, ich weiß nicht genau, wer das ist. Vielleicht sogar von VW selber. Aber hier steht kein Auto. Wir sind die Einzigen, die hier laden. Leute, kauft euch mehr Elektroautos. Glaubt mir, wenn schon solche Typen wie ich Elektroautos fahren, dann wird es so langsam höchste Zeit, würde ich sagen, weil der ist doch cool. Ist gerade cool. Hat doch einige Nachteile, aber an für sich ist es mega cool. Bei wie viel Prozent sind wir? Warte, bevor wir hier das Auto komplett 26. releasen. 26%. Vorkonditioniert. Checken wir mal ab. Okay, meine lieben Freunde, wie viele Charger haben wir? Lass mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 2. 18 High Power Charger von Tesla.
top auf jeden Fall. Man kann ihn mittlerweile auch mit anderen Automarken ranfahren. Ich bin gerade in der Tesla-App drin. Jetzt zeige ich euch mal die Preispolitik von Tesla. Auch sehr interessant geworden. Zack, also halt für Nicht-Tesla-Kunden. Wir stehen hier an den Charger, wie man sieht. Perfekt geortet. Wir klicken drauf. Und hier sieht man, dass die Preise über den Tag variieren. Wir haben eine Phase, wo es 53 Cent kostet. Dann Richtung Abend hin 58 Cent circa, also jetzt gerade. Und dann später bzw. in der Nacht oder morgen 53 Cent. Das heißt, die machen es mittlerweile so wie an ganz normalen Tankstellen, wie es Aral, BP, Shell macht. Jetzt gehen wir hier mal an unseren Charger ran. Wir schnappen uns den. Zack. Wie machen das voll viele Tesla-Kunden? Da das nicht mein Eigentum ist, mache ich es ganz langsam. Man klopft auch zweimal ran, oder nicht? Klick oder so. Dann stecken wir den Charger mal an. Guck mal, das Kabel ist auf jeden Fall viel, viel leichter als andere Ladekabel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der gekühlt wird. Bei den anderen ist sogar, also bei diesen High-Power-Chargern, ist Wasser mit in den Kabeln drin. Damit die es besser kühlen können. Ich hoffe, der lädt. So einfach geht's, meine lieben Freunde. Das ist das gute Plug-and-Charge. Genau, warte, machen wir mal komplett auf. Der fährt direkt hoch. Wird geladen, 250 kW. Also der geht direkt auf Peak-Leistung. Wir haben 1 kW dazu gewonnen. Yeah! Also Freunde, dann lassen wir den mal jetzt laden. Lassen wir ganz kurz an die normale Ladesäule rangehen. Das ist auf jeden Fall, wie man sieht, eine ein Stück weit ältere. Aus wie eine Telefonzelle. Ja, Mann. Aber immerhin, Energiewerke Isernhagen, danke, dass ihr das so früh zur Verfügung gestellt hattet. Hier haben wir das ganz normale AC-Laden. Hier mit diese alten Stecker, die werden gar nicht mehr verbaut. Schademo. Schade auf jeden Fall, dass sie nicht mehr weiterverbaut wurde. Und hier haben wir einen DC-Lader mit 50 kW, so wie der da vorne, aber der kann die dreifache Leistung abrufen, vielleicht sogar noch schneller. Ich glaube, 250 oder 300 können die Tesla-Dinger. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen für die 80%, also von 22-23% auf die 80%. Wir haben beide Hunger, leider sind die Fastfood-Restaurants zu. Das A2 Center ist zu. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Folge TV Straßensound Drive uns reinzuziehen. Kilometer. In den Dynamic-Modus. Ja, aber ganz ehrlich, während wir hier gerade chargen, das ist doch geil. Genau das will ich doch haben, während ich lade. Weil ich sitze hier doch gerade sowieso, muss meine Zeit totschlagen. Warte, ich mache hier mal den Sound ein bisschen leiser. Das war auf der Seite. Und warum bieten das einige andere Hersteller nicht an? Ihr habt doch da so dicke Displays. Gönnt uns doch zumindest YouTube, Netflix, von mir aus ARD Mediathek. Ist mir egal. Ich möchte hier einfach entertained werden, während ich in diesem Fahrzeug sitze. Und muss ja nicht unbedingt irgendwie, guck mal, das ist ein großer Unterschied. Hier haben wir einmal ein iPhone, Standard iPhone, und hier haben wir das Riesendisplay unserer Autos. Ich möchte nicht hier auf meine YouTube-Videos gucken. Ich möchte sie verdammt nochmal hier drauf gucken. Ja. Bringt das auf jeden Fall in Ordnung, dass wir auf euren Displays, liebe deutsche Hersteller, und ich glaube, ihr habt ja gesehen jetzt BMW mit diesem Megascreen von i7 etc., aber jeder Hersteller soll auch zumindest mal anbieten, dass man YouTube gucken kann. Dann vergeht die Zeit wie im Fluge oder wenn man wirklich die Launch Control anmacht und das Auto durchdrückt. Das wollen wir doch alle. Das Auto ist jetzt auf 94% hochgeladen. Wir haben es mittlerweile Mitternacht, wollten gar nicht so lange chargen, eigentlich nur bis 80%, aber sind hier mit ein, zwei anderen Tesla-Chargern in einen Talk gekommen. Da entsteht ein Model Y. Der Kollege hat uns auch erlaubt, uns in sein Auto reinzusetzen. Und ganz ehrlich, die Kiste kostet knapp 40.000 Euro. Das Ding in der Ausstattung ca. 120.000 Euro. Ein Drittel nur, meine lieben Freunde. Wir haben uns da reingesetzt. Leute, für mich ist die Entscheidung ganz, ganz klar. Wir werden als nächstes mal ein Model Y testen.
den Platt auch mal testen und dann geben wir euch die genauen Checks für das Fahrzeug. Ich stecke die Kiste ab und wir verabschieden uns in die Nacht. Jetzt müsste das automatisch runterfahren. Perfekt. Bis zur nächsten Folge. TV Straßensound Drive abonnieren. Bis dann. Also, über sowas wollen wir nicht reden. Über sowas wollen wir nicht reden. Das siehst du bei deutschen Autos nicht. Aber wir wollen über sowas nicht reden. Wie oft ist mir vorhin der Griff hier in die Hand reingerutscht? Aber über sowas wollen wir gar nicht erst reden. Es ist ein schönes Auto. Spaltmaße und so ganzes Zeug, darüber sind wir gar nicht, weil darauf sind wir gar nicht eingegangen. Wollen wir auch gar nicht in diesem Video. Ich weiß nicht, ob das mein nächster wird, aber wir schauen einfach mal. Ciao. Thank you.